Map Map! Hi Leute und willkommen zurück bei Sotekun! Wir können jetzt noch ein paar Leute überfahren oder wir machen weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. So, kurz raus hier und hier ist der Burgerladen. Hätte bitte einen Burger mit Doppeltkäse, Bacon, Ei. Könnte man auch noch drauf packen. Dann noch einen selbstgemachten Eistee, bitte. Ah, das macht dann 73,93. Ich finde das ein bisschen blöd, dass man selber hier nichts kaufen kann. Die Besucher, ja, die können hier was kaufen. Moment, hier liegt doch ein Burger. Ah, Moment, hab eine Idee. Wir können da ja näher ranzoomen. Hier ist jetzt nur Käse drauf. Wo ist der Salat? Tomate, Bacon. Einfach nur so ein Käseburger. Okay. Und wieso legen die Pommes da einfach so rum? Die werden doch total kalt, hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Also das fällt mir gerade zum allerersten Mal auf. Ah, mal ganz kurz beobachten. Die ordert gerade einen Burger, oder? Mal gucken, was der macht. Ja, wie? Den Burger einfach so mit der nackten Hand gegeben? Da sind doch voll die Bakterien dran. Oh Mann. Geld hat die auch keins gegeben, oder? Hab auf jeden Fall nichts vom Geld gesehen. Da oben werden ganz viele doppelte Burger angezeigt. Hier Big Mac, Dreifach-Burger und so weiter mit Doppel-Dreifach-Käse. Aber hier liegen nur die ganz normalen Burger rum. Die Pommes sind kalt werden. Da hinten, was liegt denn da? Kaffee oder was ist das? Ganz normale Fanta? Ah, da kommt noch einer. Kleines Kind, was will die? Ah, was hat die Kleine geordert? Was ist das, ein Burger? Wieder nur mit Käse drauf, okay? Und der auch. Die bekommen alle denselben Burger. Ah, meine Werbekampagne ist abgelaufen, okay. Naja, habt den Burgerladen auf jeden Fall genug beobachtet. Würde da selbst niemals was essen gehen. Ja, wenn die Besucher so blöd sind, da was essen gehen. Wir könnten normalerweise noch was anderes bauen, wo die was essen gehen könnten. Wir haben jetzt aktuell nur den Burgerladen. Popcorn. Popcorn im Zoo ist ein bisschen blöd, oder? Es gibt auch kaum Auswahl hier. Wir haben hier Getränke, Kaffee, Eis, Burger, Popcorn. Pizza hätten wir noch mit Level 12. Ah, würde sagen, wir nehmen noch den Kaffeeladen. Den packen wir hier hin. So, das wird womit verbunden? Ich würde sagen, hiermit. Und könnt ihr jetzt hier noch ein paar Bäume hinmachen und ein paar Bänke? Das wäre ganz gut. Erstmal ableveln. Was für ableveln? Aufleveln, so rum. Und dann anpassen, genau, das machen wir jetzt auch mal ganz kurz hier bauen. Wir brauchen hier diesen Blumenkübel. Einmal bitte, da können die auch sitzen. Um dann ihren Kaffee zu trinken. So, was hätten wir denn hier noch zur Auswahl? Würde sagen, wir nehmen das hier. Und daneben kommt nochmal dasselbe. So, und auf die andere Seite packen wir noch so einen Blumenkübel hin. Und hier in die Mitte, da kommt nochmal dasselbe hier hin. Gut, alle Plätze sind belegt. Jetzt könnten wir normalerweise ein normales Tiergehege bauen. Die Frage ist halt nur, was bauen wir? Jetzt hier Andenplateau. Und Outback, das sind halt die neuen Biome oder Gehegearten, wenn man das mal so nennen will. Die ganzen anderen sind ja alt, Bergland, Grasland, Savanne. Die sind ja von der alten Version. Die Frage ist jetzt halt, was packen wir wo rein? Ich würde sagen, wir nehmen noch ein Tropengehege. Oh, ein großes Tropengehege haben wir nun, das ist sehr gut. Die Frage ist nur, wohin damit? Ich würde sagen, wir können auch erstmal komplett diese Seite bebauen. Dann hätten wir die Seite erstmal zu. Also vollendet dann. Das kommt dann hier so hin.
Oh, wieder ein Level up. Oh, wir haben jetzt Gänse. Sehr cool. Wir haben Gänse. das verbinden wir einmal hiermit. Hier sollte ja dann der Puma wohnen, oder? Oder besser gesagt mehrere Pumas dann. Kurz nachgucken, wo waren die denn nochmal? Tiger? Nein. Ah, hier. Wir haben jetzt diesen hier zur Auswahl. Ich hätte ganz gerne den anderen, aber ja, da müssen wir noch eine Weile warten. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal kurz den. Wir nehmen einmal den kleinen hier. Und wen nehmen wir noch? Molly könnten wir. Oder nee, auch eine kleine, genau. Zwei kleine Puma-Babys, das ist am besten auf jeden Fall. So, Gehege, Moment. Tierpflege, die brauchen ja auf jeden Fall auch was zu essen. Also, ne, Moment. Das können wir noch aufleveln, oder? Genau. Oh, wir können das nochmal aufleveln, na dann. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Die brauchen noch was für die Tierpflege. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Bearbeiten, auch nochmal aufleveln, nochmal aufleveln. Und ein Level abbekommen. Rappen-Antilope, okay. Outback. Gut, Moment. Ihr könnt mir auch gerne noch kommentieren, was ihr hier von der neuen Zoo-Tycoon-Version haltet. Ob ihr die besser findet oder ob ihr irgendwie denkt, sind zwar viele coole neue Inhalte mit dabei, aber irgendwie doch noch zu wenig. Weil meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall ein bisschen zu wenig. Moment, was könnten wir hier nehmen? Ich glaube, die wollen überhaupt gar keinen Kratzbaum haben, so wie es aussieht. Was wollen die denn dann haben? Wollen die was zum Klettern haben, oder? Ja, das hätten die ganz gerne. Dann nehmen wir das hier, diesen Kletterturm. Das sieht doch ganz cool aus. Und was können wir noch reinbauen? Hier will kein Puma was mit zu tun haben. Hiermit, ja, naja. Na, so halb, halb. Was haben wir hier? Okay, das kommt hier hin. Haben wir jetzt hier überhaupt noch irgendwas, was die Pumas haben wollen? Ich glaube, nein, oder? Wenn wir kurz zurückgehen und auf, Moment, Interaktion gehen. Füttern, na, dafür sind die wohl zu ungeeignet. Das macht dann keinen Sinn. Ah, den Rest könnten wir freilassen. Oder die bekommen noch irgendwas anderes zu essen. Ne, die wollen nur das eine hier. Die wollen auch kein Gemüse. Die wollen weder Gras und Blätter, oder? Ne. Okay. Ja, dann bekommen die halt noch ein Extra, sonst bleibt das Gehege irgendwie so leer. Das ist auch ein bisschen blöd. Aber hier wird nirgendwo was für die Pumas angezeigt. Das ist halt das Problem. Und hier sowieso? Nein. Also, noch ein Klettergerüst. Das kommt dann hier hin. Können wir das irgendwie aufleveln? Ne, das können wir nur reparieren, aber das ist ja noch komplett ganz. Kurz beobachten, wo sind die denn gerade? Puma? Hallo? Keiner da? Puma? Ach, da unten. Einer läuft da rum. Na, wo ist der andere? Moment, mal kurz beobachten. Hey, mein kleines Puma-Baby. Figo! Wo läufst du hin? Komm zurück. Oh, wie süß, ne? Wo ist der andere Puma hin? Da oben. Nee, das ist kein Puma. Hä? Ach, da oben sind die alle. Die kommen jetzt aber runter. Gehen wir nochmal kurz näher ran. Wo läuft der Puma hin? Ich glaube, der will klettern oder oben auf das Plateau drauf. Entweder oder.
Ach, der will hier hoch. Hey, mein kleiner Figo. Oh, wie süß. Oh, bleib doch mal im Bild, Figo. Mann, hier geblieben, Puma. So, jetzt aber. Ah, der andere geht auf das Klettergerüst. Oder? Guck, guck. Oh, die sind noch so klein und süß. So klein war Figo auch mal, also mein Kater. Wo gehst du hin? Kommst du noch weiter nach oben? Hm? Oh, der ist ja gerade runtergefallen. Ich muss da mal näher rangehen. Der ist gerade eiskalt runtergefallen. Jetzt haut er wieder ab. Na. Der hockt immer noch da oben. Können Sie die den ganzen Tag beobachten? Hier vorne haben die ja auch noch was zum Klettern. Das ist ein bisschen kleiner. Ich würde sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall mal weitermachen. Hängen hier sonst noch 300 Folgen lang bei den Puma-Babys. Moment, ich glaube, das eine Gehege hier vorne war noch leer. Ich wollte da ja irgendein Tier reinmachen, was wir mit Level 12 bekommen, oder? Kann das sein? Tiere, neues Tier adoptieren. Ach, das war hier, genau. Die Gans, ja, ja. Dann nehmen wir einmal Gigi. Gigi, die Gans, alles klar. Und wir nehmen ihn hier. So. Kurz beobachten. Guck, guck. Ihr kleinen Gänse. Also die ganzen Tiere hier sind auf jeden Fall super animiert. Wie bereits in der alten Version von... Von wann war die alte Version überhaupt? Von 2013, oder? Also jetzt die letzte Xbox One-Version. Meine, die war von Ende 2013. Und selbst da waren die Tiere super animiert. Jetzt hier bei der neuen Version ist es ungefähr auf demselben Niveau, was die Grafik angeht. Oder sogar noch ein bisschen besser. Meine Zoo Tycoon hat ja jetzt auch das 4K-Update für die Xbox One X, oder? Müsste da nochmal genauer nachgucken, aber gut, hab keinen 4K-Fernseher und nehme noch mit der ganz normalen Xbox One auf, aber ich glaube, es sieht auf jeden Fall noch ein bisschen besser aus in 4K dann. Die kleinen Gänse, ha? Wo wollt ihr hin? Ihr habt ein so kleines Gehege. Oh nein. Die armen Gänse. Gut, wir machen dann mal weiter. Moment, wer wohnt hier nochmal? Hier wohnen die Puma-Babys und muss hier irgendwo ein Haufen weggemacht werden? Haufen. Haufen, ja, bei den Kängurus. Und was ist hier? Kein Haufen, nein. Und hier vorne? Nein, okay. Hier ist aber ein Haufen. Ja, weg damit. Und wer wohnt hier? Ach, genau, Jaguar. Ganz vergessen. Die Frage ist nun, womit machen wir weiter? Mit einem Mini-Gehege? Guck mal kurz, was hätten wir überhaupt zur Auswahl? Was könnten wir noch bauen? Ach, genau. Koala-Bären. Ganz vergessen, dass es die hier auch noch gibt. Die sind ja auch neu jetzt, bei der neuen Version. Wir verbinden das Ganze hiermit, bitte.